Wir sprechen über den Lösungsansatz von HPE GreenLake, Rechenzentrumsleistungen hybrid und skalierbar zur Verfügung zu stellen. HPE GreenLake ist ein nutzungsbasiertes As-a-Service-Modell, allerdings im Rechenzentrum des Kunden, bei dem auch nur die tatsächliche Nutzung monatlich abgerechnet wird. Der Kunde konsumiert diese Lösung also als monatliche Dienstleistung. Ja, das GreenLake-Modell gibt mir eine gewisse Investitionssicherheit und kombiniert die Hoheit und Performance einer lokalen Lösung mit cloud-ähnlicher Flexibilität und Skalierbarkeit. Ja, am Ende des Tages zahle ich ja nur das, was ich auch in der Tat wirklich an Kapazitäten brauche. Das heißt, in dem Beschaffungsprozess berechnen wir das Datenvolumen, nehmen davon den Mindestwert mit einem gewissen Puffer und das Ganze wird dann inklusive des Beschaffungswertes monatlich abgerechnet. Ja, in der Praxis sieht es dann so aus, dass nicht mehr vorab bei einer anstehenden Investition errechnet, erahnt, geschätzt werden muss, wie ein mögliches Wachstum über die nächsten 5 Jahre aussehen kann. Und es wird nur das tatsächlich jetzt beschafft, was benötigt wird mit einem gewissen Puffer, sodass ich dann entsprechend wachsen kann, wie ich wachsen möchte, ohne das im Voraus halt erahnen und auch bezahlen zu müssen. Und das dadurch eingesparte Kapital kann ich dann an anderer Stelle vielleicht auch sinnvoller dann verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann die kurzfristig benötigten Ressourcen ganz einfach per Mausklick quasi wie in der Cloud dazu buchen. Ja, bedeutet konkret, ich kann halt flexibel und schnell auf neue Anforderungen reagieren, sei es auch Projekte anderer Abteilungen, die zusätzliche Kapazitäten und Ressourcen benötigen, da ich einfach auf kurzen und schnellen Dienstwege mir die zusätzlichen Ressourcen beschaffen kann, ohne großartig durch einen Budgetprozess gehen zu müssen. Und somit trage ich natürlich als IT-Abteilung eines Unternehmens auch massiv zum Unternehmenserfolg bei. Das Abrechnungsmodell bei GreenLake folgt quasi dem Cloud-Gedanken, dass die Ressourcen und Kapazitäten nur nach tatsächlicher Nutzung abgerechnet werden und ich auch Ressourcen auf Knopfdruck dazu buchen kann. Das ist ja immer so eine Philosophiefrage. Zum einen aus unternehmerischer Sicht, wie kritisch sind die Daten, die ich abspeichere? Und danach auch zu entscheiden, will ich sie lieber bei mir im Unternehmen, also in einem lokalen Rechenzentrum lassen? Oder bin ich auch bereit, dafür einen Cloud-Dienst zu nutzen? Zum anderen natürlich auch die Frage, was habe ich überhaupt für technische Gegebenheiten? Sprich, habe ich überhaupt die Bandbreiten zur Verfügung, um den Cloud-Gedanken weiterspielen zu können. Als Nutzer von HPE GreenLake habe ich die komplette Hoheit über das Rechenzentrum, da alle Komponenten, Infrastrukturlösungen, die dazugehören, on-premise bei mir im Haus stehen.